Hallo und herzlich willkommen. Ein bisschen später als normal. Call of Duty am Release-Tag streamen und aufnehmen. Aber gut, hat sich denn damit auch erledigt. Wir sind jetzt beim Dienstag, 4 Tage nach dem Release-Day. Und ja. Jetzt sind wir endlich am Start und ich freue mich, dass ihr auch hier wieder einschalten werdet, hoffentlich. Wir sind ja gerade in der Aufnahme. Ich werde das Ganze so deine Game-Vorstellung stellen. Da ich bis zum 26.11. kein Projekt habe, außer Call of Duty, Hunt und eventuell ein paar Switch-Spiele. Und so lange würde ich gerne ja, diese Gameplays öfter machen und unter dem Thema Game-Vorstellung stellen. So, warte mal kurz, wir müssen jetzt erstmal kurz. Boah, Glück gehabt. Werfe eine Granate! Wie, habe ich die wieder angehittet? Ach komm. Ah. Ja, also das Spiel ist auf jeden Fall mega der Hammer geworden. Ich liebe es. Da Call of Duty mal wieder oder Activision mal wieder einen Brecher rausgelassen mit Infinity War, Sledgehammer, Moon und Raven und wie sie alle heißen. Ja, da haben sich die Entwicklerstudios mal ordentlich zusammengesetzt. Und haben ein sehr geiles Spiel entwickelt. Ich kann es euch nur empfehlen. Jeder, der die Beta gespielt hat, wird mich verstehen können. Jeder, der das Spiel jetzt aktuell noch spielt, wird mich verstehen können. Einziges große Manko ist diese Time-to-Kill-Range. Weil die halt einfach viel zu gering ist. Ja, also Camper haben ja, habt ihr ja gerade gesehen in den Containern, wie schnell mich holen konnte. Camper hat ja haben halt hier einfach die Chance, ordentlich campen zu können. Ohne dafür bestraft zu werden. Gut, er wurde jetzt bestraft, weil er sich die Position nicht gewechselt hat. Damit war er halt einfach gefickt. Aber hier, so wie der gerade, ne? Also, ihr habt gesehen, ich wusste nicht, dass er da ist. Oder ich habe zu spät bemerkt, dass er da ist. Und, ja. Und dementsprechend hätte man die, würde man die um 1,5 höher schalten, wäre das auf jeden Fall günstiger. Und wäre dann auch einfacher für einen Rusher, einen Camper zu töten. Zack, beide ausgeschaltet. Ja, aber gut, das sind halt so Kleinigkeiten. Ja, die werden nicht erhöht und damit müssen wir uns abfinden. Und dann müssen wir halt Rusher halt noch ein bisschen besser sein als die Camper. Ja. Aber so im Großen und Ganzen sehr geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr die Schritte genauso laut hört wie ich, aber hier bei Call of Duty sind die Schritte schon extrem laut gemacht worden. Deswegen habe ich auch das Perk Totenstille dabei. Das ist eine Feldausrüstung. Erlaubt mir schneller zu sprinten und natürlich auch leise zu flitzen und leise auch zu laufen. Weil du kannst hier mit den Schritten so leicht Gegner erfassen und töten. Das ist der Wahnsinn. Ja, also. Hop, 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 go, 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 go. Sehr schön. Der lässt bestimmt die Seife fallen. Ja, und du warst stehen geblieben? Achso. Bei den Schritten. Ich habe ihn gerade nur an den Schritten erkannt. Ich habe gewusst, dass. Ich habe ihn nur an den Schritten erkannt und konnte ihn dadurch töten. Gut, der hat mich vorher gesehen gehabt, das war jetzt mein Fehler. Aber den anderen. Ich habe den nur an den Schritten erkannt. Und das ist halt das Krasse, ne, dass die so laut sind. Du kannst ohne Headset, kannst du auch mit dem Fernseher. Ich spiele ja ohne Headset normalerweise. Aber selbst da ist halt. Oh, er gammelt wieder da oben, du Hund! Komm raus da jetzt! Ey. Keine Treffer diesmal. Lol. Keinen einzigen getötet, obwohl ich genau in den Spawn reingeschickt habe. So, der hat mich jetzt zum Beispiel nicht gehört, dadurch wusste er nicht, dass ich in der Nähe bin. Gut, er hat jetzt mitbekommen, dass der Kumpel gestorben ist. Dadurch konnte er sich eventuell denken, wo ich bin, wo ich langlaufe. Es war natürlich sein Glück, dass sein Kumpel gestorben ist. Aber auch durch den Schalldämpfer wissen die Türen natürlich nicht, wo ich bin, ne?
sehe mich nicht auf der Minikarte und höre meine Schritte nicht durch Totenstille. Jetzt fehlt nur noch Geist für die Drohnen, aber so ehrenlos bin ich nicht. Ja, Abschlusssiere habe ich mir jetzt auch die Runde schon mal verdient. Präzisionsluftschlag habe ich drin, Drohne und Payflow. Also er heißt hier nicht Payflow, er ist hier anders, aber es ist halt ein gepanzerter Kampfhubschrauber und er sieht aus wie der Payflow. Er sieht original aus wie der Payflow. Feind an den Frachtcontainer. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Feindliche Drohne über uns. Feind an den Gleisen. Fast geschafft. Kämpft weiter. Von hinten. Ich habe die Schritte gehört. Ich wusste aber nicht von wo. Ob der jetzt links neben mir ist oder rechts. Das muss ich noch ein bisschen üben. Ja, da ist mein Kumpel Black Panther, mit dem ich Hand spiele, sehr gut drin. Ne? Der kennt auch bei Hand, von wo ungefähr die Schüsse kommen könnten, aus welcher Richtung. Und er liegt meistens auch richtig. Ne? Also es ist so heftig. Man müsste eigentlich nur auf die einzelnen Kopfhörer hören, weil du hörst die Schritte, die rechts kommen, hörst du auch rechts. Und die Schritte, die links kommen, hörst du auch links. Aber mich verwirrt das manchmal noch total. Hier bei Call of Duty ist es auch schwierig, weil du halt natürlich hier mehr Fläche hast als bei Hand, ne? Und hier auf einem Haufen mehrere Leute auch sind. Dementsprechend hast du natürlich auch unterschiedliche Schritte aus unterschiedlichen Richtungen. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwieriger als vorher. Okay. Scheint dort nicht mehr drin zu sein. Wurde auch von hinten getötet, war? Ah ne, doch, der hat mich getötet. Aber von hinten wurde ich angehittet. Ja, okay. Und die waren da zu zweit drin, also so oder so, ich wäre gestorben. Die Frage ist nur, wenn er mich von hinten gekillt hat, dann müsste der ja hier irgendwo sein, wenn er schon tot ist. Verbündete Drohne online. Feind an den Frachtcontainern. Feindliche Drohne. Piss dich. Schrossier. Feinde sind hier. Headshot, Königshüter, nice. Ja, ich wurde gerade angerufen. Aber mit Telefonieren ist gerade ein bisschen schlecht, auch wenn es wichtig ist, aber dann muss ich noch die 2,5 Minuten warten. Nee, ich will nicht tauschen, ich will Munition. Oh lol. Alles klar. Feindliches Radar online. Okay, warte mal kurz. Dann muss ich der Person mal kurz schreiben. Feind an den Frachtcontainern. Ach man, no. Ey. Vorräte nähern sich. Kannst du noch kurz warten? Ich nehme noch schnell zu Ende auf. Sind nur noch 2 Minuten, ja? Dankeschön, tschüss. So, gut, okay. Feindliche Drohne über uns. Feind in Sicht. Bam. Ja, das ist auch wieder durch die Schritte, ne? Ich habe keinen auf der Karte gerade in der Nähe gesehen. Hab eigentlich meine Karte benutzt. Und ja, konnte dadurch natürlich eins und eins zusammenzählen, dass hier kein Team in der Nähe ist. Muss also ein Gegner sein. Feind an den Frachtcontainer. Feindlicher Präzisionsluftschlag im Anflug. Er gammelt wieder da oben. Er war die letzten 2 Runden da nicht drinne. Mann. Verbündete Drohne online. Okay, hätte ich mir aufheben soll die Granate. Ah! Oh Leute, ziemlich selber gestunt, Idiot.
Es reicht, Leute. Sie hat den sehr gut. Ja, war eine lustige Runde. Oh, nicht den Last Kill. Er hat sich den... Ach, doch noch im Tunnel geschnappt. Das habe ich mir... Gut, okay. Egal. 17-11. 6 plus. Ich würde sagen, stabile Runde. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, für alle, die vorher meinen Beta-Namen kannten und eigentlich meinen YouTube-Namen kennen, warum ich Consolero heiße, ja, will ich noch kurz erklären. Ihr seht es oben rechts in der Ecke auch nochmal. Ich werde mal die Lobby verlassen, da die Aufnahme ja sowieso gleich zu Ende ist. Gestern, ich habe eine Kumpel gezockt gehabt und der ist PC-Gamer, durch und durch, ne? Also, für den gibt es nichts anderes, der hat noch nie auf Konsole, oder hat nur eine Switch als Konsole, war schon immer PC. Hat sich Call of Duty geholt und das kann man das Crossplay spielen, dann haben wir gestern der Xbox Live Party ein bisschen gechattet und so. Und haben halt nebenbei gezockt und, dann meint er so Consolero die ganze Zeit zu den, ja, die Consoleros, die kennen ja nur Consoleros und Consoleros. Und ich dann so, hä, Consoleros, warum Consolero? Ja, ist halt so Bezeichnung für Konsolenspieler in der Community von den PC-Spielern. Ich dann so, hört sich an wie so ein Mexikaner. Er fängt an zu feiern, weil er das ja vorher noch nicht bedacht hat, dass sich's anhört wie ein Mexikaner, so weißt du, wie so eine untere, also die Mexikaner sind jetzt keine untere Rasse, aber für die Amerikaner sind ja die Mexikaner halt das niedrige Volk. Und das ist ja für die PC-Spieler nicht anders. Die PC-Spieler, durch ihre Grafikkarten mit Maus und Tastatur und allem drüber dran, sind die natürlich in Shootern uns überlegen. Keine Frage. Aber denken natürlich auch, dass sie was Besseres sind. Aber, ja, ist halt nicht so, ne, in allen Fällen. Und ich möchte versuchen, halt dieser Jesus zu sein hier für den Konsolenkrieg. Ja, der ist ja immer noch im Gange. PC, PS4, PC, Xbox... hauen sich da gegenseitig auf die Schnauze. Jetzt gibt es natürlich mit Call of Duty die Möglichkeit zu beweisen, wer denn nun die bessere Community hat. Aber ich möchte versuchen, auch als YouTuber, hier, ich will jetzt nicht sagen direkt Jesus, aber versuchen, so kleiner Messias zu sein, der versucht, diesen Konsolenkrieg zu beenden. Ja, wenn es nicht klappt, gut, ist nicht schlimm, aber dass die Streitigkeiten beiseite gelegt werden, weil wir sind alle Gamer durch und durch und Call of Duty beweist uns, dass Crossplay jetzt in Zukunft immer aktiver wird. Wir werden jetzt alles zusammen spielen können, denke ich mal, in der Zukunft. Jeder wird auf diesen Hype-Train mit aufspringen, weil Call of Duty hat das gemacht, was keiner vorher gemacht hat, oder wo Sony und Microsoft sich gesträubt haben, mit anderen zu agieren, interagieren, dass man wirklich alle Communities aufeinander prallen lässt und guckt, wer hat denn die bessere nun. Und so kann natürlich auch den Konsolenkrieg endlich beenden, weil wenn es nämlich eine gibt im statistischen Bereich, wo man sagt, okay, Xbox hat vielleicht die besseren Quoten als PC und PS4 zu, oder PS4 hat die besseren Quoten, weiß was auch immer. Wenn es da irgendwie Statistiken gibt, kann man natürlich da gucken, wer denn die bessere Community hat. Was nun das bessere Gerät ist, ob es jetzt die PS4, die Xbox oder PC hat, ist sowieso besser, weil du da aufrüsten kannst ohne Ende. Ja, das entscheidet man natürlich für sich selber, weil jeder kommt mit der Konsole ja eigen, klar. Ne? Keiner kann sagen, dass die PS4 besser ist als die Xbox. Die Grafik ist um Pixel besser. Bist du bescheuert? Ich habe PS3 und Xbox 360 damals gehabt. Ich habe beides gezockt und haben beides hat sich nichts unterschieden, muss ich sagen, ja. Und ja, also ich kann sagen, dass ich davon eine Ahnung habe, weil ich selber eine Zeit lang PlayStation gespielt habe und ich kann sagen, dass beide gleich aussehen. Ich hatte da keinen Unterschied erkannt. Und wer jetzt so minimalistisch ist, weil er so einen Hass auf Xbox hat, der soll sich bitte aus von meinem Kanal verpissen und am besten gleich noch auswandern, ohne Konsole. Weil man soll nicht so kleinlich sein, ja. Nur weil man jetzt einer von anderen Millionen PS4-Spielern ist, muss man sich jetzt hier nicht gleich sich aufspielen, als wäre Xbox der letzte Schandfleck, ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Xbox und ich rasiere hier genug PS4-Spieler, um sagen zu können, dass die Xbox für mich die bessere Konsole ist. So, das war mein Statement nochmal zum Konsolenkrieg, jetzt nochmal zum Schluss, als kleinen Abschluss und ja, wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht als Messias ausspielen, aber ich möchte versuchen, dadurch noch mehr Reichweite zu generieren mit meinen Videos und natürlich dadurch dann auch versuchen, diesen Konsolenkrieg endlich zu beenden, weil mir das tierisch auf den Zünder geht. Ist doch scheißegal, ob ihr PS4 oder Xbox oder PC spielt. Wir sind Gamer und wir sollten uns lieber gegen die Handyspieler stellen. Ja, also das ist, denke ich mal, am wichtigsten. So, ja, ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall dann noch rum da und ein Abo auf meinem Kanal. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch gerne so sehen wollt, dass wir zwischendurch einfach ein bisschen quatschen und ich euch ein paar Sachen zeige. Oder ob ihr nur Gameplay sehen wollt. Ja, also für Gameplay schreibt ihr ein G in die Kommentare und für Quatschen schreibt dann Q. Einfach ein großes Q. Und wenn ihr Mix haben wollt, dann schreibt ihr am besten GQ oder Ki
QG, ist egal, GQ oder halt eins von den beiden, ja. Dass wir da so eine kleine Abstimmung machen. Ich weiß, das funktioniert auf meinem Kanal leider nicht so gut, weil wir noch wenig Abonnenten sind und viele sich dafür auch null interessieren. Aber es wäre natürlich schon geil, wenn ihr daran teilnehmt und wir dadurch einen besseren Flow hinbekommen. Ansonsten würde ich das so weiter fortsetzen, dass ich zwischendurch auch mal einfach nur quatsche über das Spiel und ein kurzes Gameplay einfüge. Ja, gut, jetzt bin ich aber wirklich raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.